Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und heute möchte ich euch eine neue Theorie präsentieren. Und zwar rätselt die One Piece Community schon seit Ewigkeiten, was es mit Tashigi auf sich hat. Wer ist sie? Woher kommt sie? Wieso sieht sie Kuina so ähnlich? Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden? Ist Tashigi möglicherweise Kuina? Ist Kuina gar nicht wirklich gestorben? Denn immerhin wurde ihr Gesicht verdeckt bei der Leiche. Es drehen sich so viele Mythen und Theorien um diese beiden Charaktere. Und heute möchte ich diese Frage klären mit einem ganz neuen Lösungsansatz, welchen uns Wano Kuni selbst liefert. Also seid gespannt, bleibt dran, Like und Abo nicht vergessen, Intro ab! Lange Zeit stellte sich die One Piece Community nun die Frage, was hat es mit Tashigi und Kuina auf sich? Wieso sehen sich die beiden so ähnlich? Selbst Zoro deutete dies im Alabaster Arc an. Sind sie eine und dieselbe Person oder nicht? Aber eigentlich kann das ja nicht sein, denn immerhin wissen wir ja, dass Kuina die Treppe runtergefallen und gestorben ist. Doch wieso zeigte Oda uns nicht ihr Gesicht damals? Unter anderem diese Frage entzweite die One Piece Community. Die einen, die sagen, es ist nur ein Zufall. Die anderen, die fest behaupten, Kuina lebt, hat aber nur ihr Gedächtnis verloren. Oder ist sogar heimlich der Revolutionsarmee gejoint, da ja Kushiro scheinbar eine Verbindung zu diesen hat. Es gibt unzählig verrückte Theorien darüber und heute möchte ich mit euch zusammen ebenfalls eine Theorie dazu aufstellen, aber eine, die weniger als Verschwörungstheorie gilt oder so unfassbar ist. Ich möchte hier eine logische Erklärung dafür abliefern, was diese Charaktere miteinander zu tun haben. Meine Theorie wird sich um vier Charaktere drehen. Kushiro, Kuina, Tashigi und Denjiro. Zuerst schauen wir uns die Charaktere erstmal genauer an, ihre Gleichheiten und auch Unterschiede. Dabei befassen wir uns sowohl mit dem optischen als auch dem charakterlichen und gehen tiefer ins Detail. Kushiro ist ein Bewohner aus dem Dorf Shimotsuki im East Blue. Er besitzt sein eigenes Schwertkampf-Dojo und ist selbst geübt im Umgang mit dem Katana. Er ist ein eher ruhiger Mann, er war selbst sehr gefasst, was den Tod seiner Tochter Kuina anging. Er lehrte Zoro den Schwertkampf und machte ihn zu dem, was er heute ist. Im Datebook Vivrecut wurde gesagt, er kommt aus dem East Blue. Wie wir aber mittlerweile wissen, dürfen wir das Datebook nicht zu genau nehmen und oft gibt es noch Geheimnisse im Hintergrund, die Oda aber noch nicht spoilern will. Eine Theorie, die im Umlauf ist, befasst sich damit, ob Kushiro nicht möglicherweise aus Wano Kuni stammen könnte. Wie wir aus einem Interview mit Oda erfahren haben, gab es vor ca. 50 Jahren ein Schiff aus Wano Kuni, welches im East Blue landete. Und einer der Charaktere, die wir gut kennen, soll ein Nachfahre sein von jemandem, der sich auf diesem Schiff befand. Genauso wissen wir, dass Shimotsuki Kusaburo, der Schwertschmied, welcher sowohl Enma als auch das Wado Ichimonji schmiedete, von Wano Kuni floh und das vor ca. 50 Jahren. Zufall? Ich glaube nicht. Sicherlich war er mit auf diesem Schiff, welches im East Blue gelandet ist. Und ich denke, dass er dann das Dorf Shimotsuki gründete. Wieso sollte sonst das Dorf diesen Namen haben? Und wieso sollte sich sonst das Wado Ichimonji genau dort befinden? Doch woher hat dann Kushiro dieses Schwert? Wäre es möglich, dass er der erwähnte Nachfahre ist? Vielleicht von Shimotsuki Kusaburo und somit einfach das Wado Ichimonji geerbt hat? Immerhin, Kushiro ist aktuell 51 Jahre alt. Also würde es zeitlich gut passen, dass Kushiro kurz nachdem Kusaburo im East Blue gelandet ist, geboren wurde. Dies würde auch erklären, wieso sein Geburtsort der East Blue ist. Zudem, wenn wir uns Kushiro etwas genauer anschauen, entdecken wir auf seinem Kimono ein Symbol von zwei roten gekreuzten Schwertern. Dieses Symbol hatte auch einer der Männer von Yasui. Zufall? Bestimmt nicht. Könnte dieses Symbol möglicherweise auch der Herkunftsort des Namens Rote Schwertscheiden sein? Was die Theorie noch mehr bekräftigt, ist auch die Tatsache, dass Kushiro Zoro das Schneiden ohne zu spalten oder im Original Shishi Sonson beibrachte. Diese Technik wird nämlich auch in Wano Kuni benutzt. Woher sollte Kushiro diese Technik kennen, wenn er keine Verbindung zu Wano hat? Und als letzter Punkt bekommen wir dann noch das Wort Snatch. Dieses Wort wurde Zoro vermutlich von Kushiro beigebracht. Zoro selbst brachte es dann Momonosuke bei.
Doch dann mischte sich Okiku ein, dass dies ein Wort aus einem alten Wano-Dialekt ist und dass Momonosuke es nicht benutzen solle. Woher kannte Kushiro denn dieses Wort? Und auch hier wird wieder klar seine Verbindung zu Wano Kuni. Was auch interessant ist, ist die Namensverbindung zwischen Koshiro und Kosaburo. Beide starten mit der Silbe Ko, daraufhin folgt eine Zahl, wobei Sabo für 3 steht und Shi für 4 und dann enden sie beide mit Ro. Dies könnte darauf deuten, dass Koshiro mit der 4 der direkte Sohn von Kosaburo mit der 3 ist. Kommen wir nun zu Koshiros Tochter Kuina. Sie war schon in jungen Jahren begabt, was den Schwertkampf anging. Doch teilt Koshiro die Meinung, dass eine Frau, so gut sie auch ist, einem Mann irgendwann unterlegen sein wird. Leider ist sie durch einen Unfall sehr früh verstorben. Doch auch ihre Begabung für den Schwertkampf könnte einen Hinweis auf eine Verbindung zu den Samurai aus Wano Kuni beinhalten. Darum schwenken wir die Sicht einmal rüber zu Tashigi. Sie sieht Kuina zum Verwechseln ähnlich, dies sagte selbst Zoro im Alabaster Arc. Zudem ist auch sie eine begabte Schwertkämpferin. Doch was bei ihr am meisten heraussticht, ist ihre Faszination für alle möglichen Schwerter der Welt. Schon als kleines Kind, wie Oda sie uns mal in einer FPS zeigte, war sie fasziniert, was Schwerter angeht. Auch dieser Hang zu Schwertern könnte ein Indiz auf eine Herkunft von Wano Kuni sein, ist aber bei Weitem noch nicht genug, um dies in irgendeiner Form zu verifizieren. Jedoch wissen wir über Tashigis Vergangenheit wenig, nur dass sie aus dem East Blue kommt. Dann haben wir noch zum Schluss Denjiro, einem weisen Jungen aus Wano Kuni. Dieser schloss sich irgendwann Oden Kutsuki an und wurde einer seiner Retainer, den neuen roten Schwertscheiden. Sehr vieles wissen wir bisher nicht von ihm. Wir wissen auch gar nicht, ob er letztlich noch beim Kampf gegen Kaido dabei war. Denn im Flashback, als Kaido in Wano eindrang, haben wir eigentlich alle den neuen roten Schwertscheiden zu Gesicht bekommen. Komischerweise nur Denjiro nicht. Nicht mal als Silhouette. Es wird ja auch oft in der Community diskutiert, dass Kushiro und Denjiro ein und dieselbe Person sind aufgrund ihrer Ähnlichkeit. So dass Denjiro wohl zum East Blue gegangen ist, dort das Dojo aufgemacht hat und Zoro trainiert hat und niemals nach Wano Kuni zurückkehrte. Aber meine Theorie hierfür ist eine andere. Denn ich bin der Meinung, dass Denjiro und Kushiro nur Brüder sind. Dies würde dann Kuina und Tashigi zu Cousinen machen. Was das Problem lösen würde, wieso die beiden sich so ähneln, ohne dass sie große Verschwörungstheorien mit Wiederbelebung und ähnlichem herhalten müsste. Dafür schauen wir uns jetzt mal Denjiro und Kushiro genauer an. Die beiden sehen sich schon relativ ähnlich. Beide haben eine ähnliche Körperstatur, ähnliche Frisuren mit dem Zopf nach hinten, beiden tragen in irgendeiner Art eine Brille und dies könnte seitens Oda sogar ein interessanter Hinweis sein. Denn immerhin trägt Kushiro eine normale Brille, wohingegen Denjiro eine Sonnenbrille trägt. Dies könnte Oda gemacht haben, um uns verborgen darauf hinzuweisen, dass die beiden zwei verschiedene Charaktere sind. Wenn dies zutrifft und auch mit der Theorie, dass Kushiro ein Nachfahre von Shimotsuki Kusaburo ist, würde es auch erklären, wieso Denjiro ein Weise war. Denn immerhin ist Kusaburo vor ca. 50 Jahren abgehauen. Und interessanterweise wäre Denjiro heute ca. 50 Jahre, wenn wir davon ausgehen, dass er bei seinem ersten Auftritt etwas zwischen 12 und 16 war. Möglicherweise musste Kosaburo sein Kind aufgrund irgendwelcher Umstände in Wano lassen. Zudem hatte ich euch ja die Namensgleichheit zwischen Kojiro und Kosaburo erklärt. Hier passt auch Denjiro gut rein, denn die Endung Jiro wird meistens für den zweiten jüngeren Sohn verwendet. Dementsprechend hätte Denjiro einen älteren Bruder. Auch deutete Oda darauf etwas hin. Und zwar, in einem der letzten Kapiteln sahen wir Oden auf Rogers Schiff. Dort nannte er Buggy nämlich Buggy Jiro. Und dieser beschwerte sich, wieso er immer den Jiro-Part bekommt, obwohl er genauso alt wie Shanks ist bzw. so lange auf dem Schiff wie Shanks war. Wenn wir uns jetzt schon die Väter angeschaut haben, dürfen wir natürlich auch die Töchter nicht vernachlässigen. Kuina und Tashigi sehen sich beide nun mal extrem ähnlich. Auch beide besitzen eine Affinität zu Schwertern und dem Schwertkampf. Zudem sind die beiden die einzigen Charaktere in One Piece, die nach flugunfähigen Vögeln benannt sind. Eine Sache, die auch interessant ist. Ihr wisst ja sicherlich, ich achte auch sehr auf die Blutgruppen, denn hier kann man oftmals auch Verwandtschaften erkennen. Sowohl Kushiro als auch Tashigi und Kuina teilen sich dieselbe Blutgruppe, die Blutgruppe S. Nur bei Denjiro wissen wir es leider noch nicht, welche er tatsächlich hat.
Auch, dass Tashigi eine Brille trägt, ist hierbei interessant und passt natürlich sowohl zu Denjiro als auch Kojiro. Das war's nun mit meiner Theorie, was haltet ihr davon? Schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare und ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß hier auf FaceFall TV und haut rein. Ciao!